habe ja gestern die Dichtung geschnitten. Jetzt guck dir das an. Ja, gestern. Ja. Ja, wir sind noch nicht gefahren. Das sieht super gut aus. Wir sind keinen Meter gefahren. Es ist immer noch top. Hm. Das ist echt ein Depp. Puss. Er hat ja, also ein Krater, hat ja für jeden Arm ein eigenes Gehirn. Und? Schafft's nicht aus dem Wasser. Ich komme nach dem Baden immer noch raus. Wir hatten reserviert. Ach, der Elvis ist ja auch da. Wir hatten reserviert. Morning. Thank you. Rein oder raus? Was? Jetzt aber bei der Charterskalt halt ist es so, dass die Wanzen, die nachts beißen, ja, die kacken gleichzeitig. Und in dem Kot ist der Überträger der Krankheit. Daran ist ja auch Charles Darwin gestorben, letztlich. Und diese Krankheit ist am Kommen hier in den ganzen Südstaaten. Deswegen will ich da jetzt nicht dran kratzen, weil genau dadurch verteilt man das in der Runde, verstehst du? Du sagst sehr gut für uns. Yes. BicMic hat so einen extrem vertrauenswürdigen Dealer aufgetan, denn da sind wir jetzt. Also wonach sieht das aus hier? Was wird BicMic hier wohl machen? So, auf jeden Fall ein sehr geiler Laden hier. Der ist innen so. Der hält innen das, was er außen verspricht. Zwischendrin mal so eine Waschmaschine. Ein Paradies für Vintage RVs und Parts and Service. Das ist das Office hier. Used Tires wollte ich schon immer mal fahren. Dann aber auf den Felgen. Ich schätze mal so 28 Inch. Die RV Situation. So, sehen wir zu, dass wir so ein bisschen schattiges Plätzchen kriegen. Warst du erfolgreich? Naja, ich habe auf alle Fälle meine Telefonnummer, aber das ist ein Schuppen aller Walde. Kommt mir bekannt vor. Das kann. Hat mit uns nichts zu tun. Es kann echt sein, dass der alle möglichen Teile. Ich hab die Klinge gesehen, die dein Dealer für 500 Euro verkauft hat. Die kosten hier 4,50. Die was gesehen? Ah, diese Blinker, von denen du gesprochen hast, die Gläser, die kosten hier 4,50 Dollar. Okay, ja, ich sag ja. Aber so einen Laden musst du halt erstmal finden. Von dem weiß ja keiner was. Da kam natürlich eben eine riesen Spinne von dem Baum runter, die sitzt jetzt im Boot. Ganz seltsam, so einen habe ich ja nie gesehen. Die sind auch alle täglich, die hier so verkehren. Die läuft zu dir zum Glück. Da hast du gesehen, das war schon wieder was. Ja, das sind alles Schildkröte, das sind keine Krokodile. Hier gibt es keine Krokodile. Gibt es hier Krokodile? Hat den Rasen mehr
darin ausgelernt, weil er ja nicht wusste, wohin mit dem Rasenrest, mit dem Gemähten. Ja, und dann hat er ihm ein rechtes Auto so zurückgegeben. Mit dem Grasschnitt drin. Ja. Und dann hat der Lech gesagt, ja, sag mal hallo. Ich bin so ein bisschen Freunde, ich darf das. Verfügt einfach, währenddem der Lech nicht da ist, über sein Materialfahrzeug. Unglaublich. Das ist so, wie wenn du mit dem Landy irgendwann fährst. Dürftig. Wenn du Nutzen, wenn du einen brauchst, hast du gesagt, kannst du nehmen. Ja. Hätte ich sonst nie gemacht. Oder mit dem Cruiser nach Frankfurt. War ich in Frankfurt? Zu Carsten. Auf dich. Stimmt. Weißt du nicht, wo ich jetzt bin? So, die aktuelle Ölsituation hat sich nicht verbessert. Motor qualmt vom verbrannten Öl. Nach wie vor stinkt's. Und auch die Hydraulikflüssigkeit spritzt nach wie vor raus. Mach mein Auto nicht schlecht, sonst läufst du heim. Ich tippe auf den vorderen Kurbelwellen-Simmering. Super. Nur dann wirbelst das Ganze so hoch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir haben das Ölproblem im Griff. So, wir sind jetzt in Tallahassee. Wir haben das Ölproblem komplett im Griff. Ja. Also, neue Situation. Der drückt irgendwo anders, vielleicht über den Simmering an der Kurbelwelle, drückt der Öl raus. Das habe ich ja gerade gesagt. Ja, ich hab's dir ja gesagt. So, also vermutlich drückt er über die Kurbelwelle Öl raus, wir müssen nach rechts abbiegen. Der drückt vermutlich über die Kurbelwelle Öl raus und wir haben mittlerweile unter dem Motor ein Frischölreservoir, auf das wir permanent zugreifen können, schützt die Haut und so weiter. Ja, wir können da eine Ölbohrung ansetzen und reich werden. Eigentlich könnte man eine Leitung direkt wieder nach oben legen. Eine externe Pumpe und dann, genau. Das ist jetzt wahrscheinlich die Ölindustrie, die uns da anruft. Leck mich an. Ja, bitte. Mercedes Oil. Ja. Wir sind mittlerweile das Ruppertsche Oil-Syndikat. Worum geht's? Ja, bitte, wie geht's dir? Ja, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Es regnet gerade hier. Das erste Mal, dass es regnet. Auch 50 Jahre alt, ist aber gleichzeitig die höchste Evolutionsstufe quasi eines propellergetriebenen Kriegsmaschinerieteils. Ja, das Ding hat 1600-1700 PS und ist der Traum eigentlich von eines jeden Fliegers, mal sowas zu fliegen. Ja, und das hat er halt gemacht. Wunderschön.